Ich zeige meinem Papa heute Dogbooki. Wie heißt es? Dogbooki. Ja, Dogbooki. Ich kann es auch nicht perfekt aussprechen, aber so ungefähr, ja. Dogbooki. Genau. Und zwar ist das gemacht aus, also erstmal macht man so eine Brühe und dann macht man Algen rein und Anchovies. Ja. Dann lässt man das so eine Weile ziehen und dann nimmt man das raus. Und dann habe ich noch Fischcake reingemacht. Fischcake? Fischkuchen. Okay. Ja, kannst du gleich probieren. Dann auch so Chips. Ja, schön so Reiscracker oder so. Ja. Und dann habe ich noch Rice Cake reingemacht. Mhm. Das sind die lang. Ja. Und ja, ansonsten noch Chili-Paste und Chili-Pulver. Okay. Und das Ganze lässt man dann ziehen. Und darüber habe ich noch Frühlingszwiebeln und Mozzarella. Auf jeden Fall sieht es tierisch lecker aus. Mhm. Und ich habe echt Hunger. Ganz kurz, was erwartet mich vom Schärfegrad? Also ich habe es nicht allzu scharf gemacht, aber mir wird es wahrscheinlich hier wieder zu scharf sein. Okay, gut. Ja, genau. Okay, na denn. Dann fülle ich mal auf. Sieht aus wie Spargel. Spargel! Dankeschön. Noch ein bisschen. Ja. So, ein bisschen Käse. Der Käse ist gut, damit man, damit man die Schärfe so ein bisschen eindämmt. Mhm. Käse ist ja was für dich, du isst doch gerne überbacken. Ja, ich liebe überbackene Sachen, das stimmt. Oh Gott, ich hoffe, es ist nicht zu scharf geworden. Ich bin gespannt. Guten Appetit. Dir auch. Ich fange mit Frühlingszwiebeln an. Ja, mach das. Das war jetzt? Das ist Fischcake. Ach, das ist Fischcake. Mhm. Also die Zwiebeln sind schon mal scharf. Echt? Hm? Oh nein. Ich habe uns extra Milch hingestellt. Hm. Gute Idee. Hoffentlich laktosefrei. Mhm. Mm. Ist gut, ne? Erinnerst du dich noch an unsere Snack-Orgie, die wir gemacht haben? Mhm. Auch hier. Mhm. Da waren doch auch so Fisch-Dinge bei, die mochte ich immer am liebsten. Mhm. Stimmt, deswegen dachte ich auch, das ist was für dich. Mhm. Aber. Perfekt. Nicht zu scharf. Nein. Das ist okay. Es ist gerade noch so okay für mich. Mm. Super lecker. Gut, ne? Mm. Diese Reisteile sind gut. Mm. Diese Konsistenz, ich liebe das. Mm. Viele mögen das nicht, aber ich finde das so lecker. Das ist so ein bisschen Tintenfisch. Ringe. So eine Konsistenz, ja. Mm. Stimmt. Echt lecker. Mm. Richtig lecker. Und das ist halt so. Das ist so ein sehr, sehr, sehr bekanntes koreanisches Gericht. Das gibt es auch überall an den Straßenecken dort zu kaufen, habe ich gehört. Ich freue mich schon, wenn ich in Korea bin. Use the force, Luke. Das ist egal. Trink trotzdem mal einen Schluck Milch. Wundert mich, dass ich noch keine Milch brauchte. Das findest du scharf? Mhm. Für Mama wäre es auch wieder zu scharf. Mhm. Ist gut, ne? Mhm. Und schnell gemacht, oder? Ja, wirklich schnell gemacht. Super. Total cool. Stäbchen so gut. Mhm. Kann man gut begreifen. Ja, weil es hier vorne, die sind nicht so glatt. Mhm. Das Holz, genau. Nee, Bambus. Dann hier vorne so. Ja. Aber kann ich jedem da draußen nur empfehlen. Mhm. Das Rezept gibst du mir mal? Mhm. Dann würde ich gerne zu Hause mal nachkochen. Mhm. Ja? Ja, mache ich. Gebe ich dir. Und dann mache ich es auf meinem Kanal. Ja. Ich koche das mal auf meinem Kanal. Genau. Wollen wir das machen? Ja, Papa abonnieren. Der hat auch einen Kanal. Jeder, der möchte, dass ich das nachkoche, gibt Farina Daumen hoch. Mhm. Und unten drunter schreiben. Genau. Papa soll kochen. Papa kann gut kochen. Ob ich das hinbekomme? In Korea probieren wir das dann auch zusammen. Mhm. Mhm. Wenn du mich mitnimmst. Mhm.
Ja, so. Oh, Moment. Auch fertig. Oh. Ah, der Reiskuchen ist gar nicht so einfach runterzubekommen. Das sättigt auch gut. Mhm. Ne? Ja. Man ist nachher auch schön schnell satt. Das stimmt. Das hält bestimmt auch vor. Mhm. Den Rest können wir gleich noch aufessen. Ja. Danke, dass du dabei warst heute. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Immer wieder gerne. Wenn es was zu essen gibt, bin ich gerne dabei. Oh ja. Sehr gut. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen da lassen wie immer. Und für mehr abonnieren. Ciao. Tschüss.